Das wollte ich nicht. Alter, der spinnt ja wieder, hey. Also. Oh, was war das? Möchte die KI. Du hast BrokerTag erreicht, Marktführer bei innovativer Software und KI-Technologie, gegründet von CEO Sky Larsen mit gerade mal 25 Jahren. Das nenne ich Ehrgeiz. Ist doch eine Schande, dass das ganze Erpressungsmaterial da drin weggesperrt ist, wo niemand es sehen kann. Vielleicht sollten wir es da rausholen. Ich nehme an, das ist genau das, was unsere 404-Freundin im Sinn hat. Okay, wird gemacht. Und da ist es. Oh je. Haben wir einen Spider-Bot oder so hier? Gehen wir andersrum. Vielleicht ist es besser. Hm. Hier kann man nicht hoch. Kann man hier rein? Nee. Hier? Warum ist das ausgeschaltet? Duckt die sich nicht? Die duckt sich nicht, ne? Kann sich nicht ducken. Der eine da. Hier sind Spider-Bots. Ah ja, Albion und die machen ja... Wo sind die Schmetterlinge? Also ist ja alles hier illegal. Da komme ich nicht sowieso rein. Wieso kann... Ich verstecke mich hier, oder? Wieso kann die IT sich nicht ducken? Findet die Zielperson. Alles sauber hier. Drohne, Suche ausführen. Fuck. Leiche wurde entdeckt.
Kann man die nicht ausschalten mit denen? Warte mal. Wir haben da bestimmt Technik. Warte, ich guck mal. Mögliche doppelte ergänzte Enttarnung und manuell aktiviert werden kann. Hier, was ist da? Kampf-Spider-Bots. Und Rüstung. Was wollte ich denn eigentlich nochmal machen? Hier diese Drohnen, ne, dass ich die hacken kann. Die Firma 70. Kampfdrohnen-Hacks wären auch nicht schlecht. Das ist AT-Drohnen-Hack. Ich weiß es nicht, aber wo kann man denn bitte Doppelspringer, ergänzte Enttarnung, die manuell aktiviert werden kann. Das ist auch nicht schlecht, aber schauen wir erstmal das hier. Ja, das reicht nicht mehr. Jagddrohnen können wir auch noch kapern. So, dann müssen sie hier verbinden mit Kämpfen. Schon Glück gehabt. Mensch, ey, geh doch mal weg da. Suche initiieren. Die haben auch hier Drohnen. Da müssen wir hin. Nein, ach nee. Der Verdächtige ist entwischt. So, ihn wollte ich haben. Die Verdächtige, weißt du, das ist ein Spider-Bot, aber... Der. Ich habe das ganze Erpressungsmaterial und meine Güte, sind Menschen widerlich. Wie ist dieser Politiker, der so auf Familienwerte pocht, wohl findet, wenn seine SM-Sessions öffentlich werden? Ach, finden wir es doch einfach raus. Das Material ist jetzt geleakt. Sehr schön. Okay. Wir kommen aus dem Gebiet. Marsch doch mal. Ist doch easier gewesen, hier lang zu gehen. Mama wäre stolz. Ich bin echt krass. Detzek macht Spaß. Detzek hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Okay. Danke, Bagley. Schätze ich. Was wäre ein Widerstand ohne eine rotzfreche kleine KI? Er wird dir noch ans Herz wachsen. Bis junge Schnauze 404 nicht gefunden? Was zum Geier? Mission? So, hier. Suche das Teambriefing. Zu Krypto sage ich nicht nein. Besonders. Dann, Das zu so einer Menge. Ich wollte sagen, dass es ein undankbarer Job ist. Aber jemand hat uns gerade ein Video namens Vielen Dank.mp4 geschickt. Also ist es wohl ein dankbarer Job. Lass mal sehen. Das war dein erster Auftrag für 404. Das erste Peer-to-Peer-Aktivisten-Netzwerk in Darkrai. Das ist mein Netzwerk. Ich vergebe die Aufträge. Mehr musst du nicht wissen.
Ich bin niemand. Ich bin Naut. Und ich bin mit deiner Optik verbunden. Also sehen wir mal, wer du bist. Moment. Bist du von Detzek? Oh, das ist verdammt cool, Mann. Hey. Ja. Schon besser. Das Glück ist uns heute hold, Detzek. Die Welt ist am Arsch. Aber wir können die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin im Somerset-Haus und überwache Aufträge. Komm dahin. Wir reden. Bis dann. Ich glaube, sie will sich anfreunden. Wer war das, Bagley? Ich habe Nauts Namen und Gesicht durch die üblichen Datenbanken gejagt und das Ergebnis war nichts. Oh, Naut. Okay, ich hab's kapiert. Wir werden doch nicht einfach tun, was sie sagt, oder? Wir haben keinen Grund, ihr zu vertrauen. Meiner Ansicht nach ist es das Risiko wert. Sie scheint ein echter Detzek-Fan zu sein. Und ich habe sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn sie nicht zu Zero Day gehört, weiß sie vielleicht, wer es tut. Und wenn sie zu Zero Day gehört, ist es vermutlich eine Falle. So oder so, wir kriegen neue Informationen. Definitiv. Dann mal los. Song of the Day. Whisky. Klar. So, Drohnen. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Mhm. Detzek-Gespräch hier nochmal ein Treffen. Aber irgendwie werden nicht alle da angezeigt. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich meine, klar, sonst wäre die Bude komplett voll, wenn man so viele hätte. Ich glaube, ich weiß, gibt es eine Kapazität? Stimmt. Hätte man, also hätte ich gemacht, so 30, 40. Wäre Kapazität. Wer will denn mit uns reden? Du? Nee. Duse? Duse? Nee. Ja. Ja. Ich guck nochmal. Die Frisur geht gar nicht. Die Frisur geht gar nicht. Wir können den hier nehmen. Das sieht nämlich sehr süß aus. Oha. Achso, die haben wir schon aktiviert. Wir haben aber auch den hier neu, ne? Na, ah, wird auch zu passen. Das ist das Standard-Outfit von ihr. Ich wechsle das mal auf den Standard direkt, wenn ich das ausrüste. Nein, das sieht irgendwie komisch aus. Aber egal, was ich mache, das wechselt immer auf den Standard. Ich lasse es einfach mal. Ich glaube, das hilft auch uns irgendwie. So, mit ihr können wir reden. Ja, mit dir. Bereit für mehr Polizeiarbeit? Ich konnte einen kleinen Kelly-Laptop abfangen. Der ist voller Buchhaltungsdaten. Beträchtliche Summen wurden auf ein anderes Konto überwiesen. Jemand spielt bei den Kellys Robin Hood. Klingt gut. Können wir Kontakt aufnehmen? Das könnte sein. Ich glaube, Bagley hat eine Spur. Viel Glück. Mhm. Das Junge schaut aus eigene Konto. So, da. Datenspeicher dran. In dem Netzwerk gibt es noch einen anderen Computer. Er befindet sich im alten Kanallagerhaus. Ich gucke mal im Fotoautomat. Wie viel sind... Im Agent wechseln. Sind schon viele, ne?
kann auch einer hier drauf. Warte mal. Scheiße, wie weit kann man rauszoomen? So. Ja, lass mal, ne? Das ist nicht schlecht. So. Ja, ja. Endlich hier. So, was weißt du bei Albino? Albino. Folgendes wissen wir über Nigel Cass. Er arbeitet an etwas mit dem Namen Projekt Themis. Der Mangel an Informationen darüber ist beunruhigend genug. Wir wissen allerdings, dass Cass das menschliche Element aus dem Gesetzesvollzug entfernen will. Er arbeitet auch mit Tidus, was nie gut ist. Tidus macht Geschäfte mit Albion. Übles Zeug wie autonome Waffen, Algorithmen für menschliche Zielerfassung. Tidus ist also unsere beste Spur, um das Geheimprojekt aufzudecken. Ihre Sicherheitssysteme sind jedoch schwer zu knacken, weshalb Hamish eine interessante Lösung vorgeschlagen hat. Albion arbeitet an einer Mikrodrohne. Davon hat mir mein Kontakt erzählt. Sie ist zwar noch nicht in Produktion, aber wenn wir die Pläne kriegen, können wir unsere eigene bauen. Um die Tidus Security zu umgehen. Richtig, richtig. Sie sind mega klein. Sie sollen Albions andere Drohnen warten. Weil sie so klein sind, gelangen sie an für andere unerreichbare Orte. Gut, so sieht's aus. Wir müssen also das Drohnenfertigungslabor von Albion infiltrieren und uns die Pläne schnappen. Und dann habt ihr ein nettes Gadget für den Einbruch bei Tidus. Genial. Ich schicke euch den Ort. Seid vorsichtig. Albion teilt nicht gern sein Spielzeug. Okay. Ich weiß nicht, ob ich bei einer Hauptmission bleiben soll und danach die nächste. Macht mehr Sinn, ne? Weil dann hast du mal hier, da, ja, dann das da, ein bisschen da, ein bisschen da. Ich weiß nicht. Soll ich erstmal bei Albion Mission bleiben? Ich bin ja unschlüssig. Wofür ist denn eigentlich Eto da? Was ist das für eine Währung hier? Ach so, für Geld, ne? Ja, ja. Für Klamotten und so. Schade, dass es keine Friseur hier gibt. Das wäre so gut. Oder Garagen, wo man Autos lagern kann. Weil außer Klamotten kannst du ja in dem Spiel nichts kaufen. Was machen wir denn? Stehen Mikrodrohnen Baupläne. Oder soll ich erst mal mit ihr treffen? Ich glaube, das mache ich erst. Das mache ich zuerst, komm. Aber das andere ist zu... Ich weiß nicht, ist zu heftig. Musst du erst mal klein anfangen. Fick dich und deine Marke. Bitte was? Fick dich und deine Marke. Die bleiben mich alle synchron und mit gleichen Sprüchen. Ist das so ein Spruch von für DeadSec-Mitarbeiter aus? Oh. Cool. Dummes Auto, ey. Mm-hmm.
Nein, das wollte ich nicht. Komm ich nicht ins Menü rein, wenn ich im Auto bin? Tatsächlich. Hä? Das ist ja noch nie. Ein bisschen umdrehen. Autopilot aktiviert. Man sieht nicht, wie die hupt, ne? Guckt ihr aufs Handy während der Fahrt? Was ist das? Ihr guckt aufs Handy während der Fahrt. Hä, hey, die steuert das. Achso, die steuert das mit Handy. Ja, so ist die Zukunft halt, ne? War früher anders. Aber so ist halt. Ist so irgendwie Ironie. Autopilot deaktiviert. Ironie im Ganzen. Aber okay. Du bist drin. Finde das Ziel. Jut. So, irgendwie hier reinkommen. Ich würde aber sagen, machen wir das am nächsten Mal. Hier kommen wir voll her. Brauchen wir körperlichen Kontakt hier. Ich meine, was bringt das jetzt, wenn ich das jetzt mache? Ich glaube. Oh, da ist schon was passiert. Schrotflinte Feuer. Bam, bam. Cool. Das ist das Herz von Daybreak. Eine Chance, all den Strapazen der Welt zu entkommen. Noch mal alles düster erscheinen. Ja. Eine neue Gesellschaft erwartet. Können die nur. Friedliche, innovative Gesellschaft, geprägt von Liebe und Wohlstand. Erfahren Sie über unsere Mailingliste alles über den Start von Daybreak. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Verstands. Ein simpler, bequemer Eingriff. Und Sie können für immer frei sein. Setzen Sie sich heute auf unsere Warteliste und betreten Sie mit uns die Welt von morgen. Daybreak ist die Zukunft. Und diese Zukunft ist eine... Boah, scheiße, ich konnte nicht mal entkommen. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Verstands. Ein simpler, bequemer Eingriff.
und Sie können für immer frei sein. Setzen Sie sich heute auf unsere Warteliste und betreten Sie mit uns die Welt von morgen. Denn Welt ist die Zukunft. Und diese Zukunft ist eine strahlende Zukunft. Muss er irgendwie reinkommen, ey. Team, warte mal, Team. Na, ein Bot. Wir haben Londons Taxis automatisiert. Wir haben ihre Optik weiterhin ausgestattet. Nicht? Ah, das ist ja schon. Auf! Leck mir am Arsch. Kann ich hier nicht ducken? Wieso duckt die denn nicht? Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Verstands. Simpler, bequemer Eingriff und Sie können für immer frei sein. Setzen Sie sich heute auf unsere Warteliste und betreten Sie mit uns die Welt von morgen. Denn Welt ist die Zukunft. Und diese Zukunft ist eine strahlende Zukunft. Sag mal, ich weich da aus. Wir haben Londons Taxis automatisiert. Wir haben die Optik zum Weltkrieg ausgestattet. Jetzt erwarten Sie unsere neue Technologie und Menschlichkeit. Zwei Seiten derselben Medaille. Das ist das Herz von Daybreak. Eine Chance, all den Strapazen der Welt zu entkommen. Das ist cool. Nochmal alles düster erscheinen. Okay. Liebe und Wohlstand. Erfahren Sie über unsere Mailingliste. Ach so. Ja. Du mich auch. So. Gucken wir mal hier rein. Müssen wir was hacken, ne? Maut? Hey, du hast es geschafft. Du siehst beschäftigt aus. Was? Ach, er. Ja, er dachte, ich wäre ein Eindringling. Ich habe das klargestellt. Sicher. Also wegen der Nachricht, die ich geschickt habe. Vielleicht war ich ein bisschen zu aufgeregt. Oh, halt's Maul! Ich bin einem großen Job auf der Spur. Zu groß für das Gesocks, das 404 verwendet. Dieser Job ist anders. Gefährlicher. Wer ist das? Ich sag's dir. Aber zuerst muss ich dir vertrauen. Und du mir genauso. Okay? Also, ich schick dir einen anderen 404-Job. Damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Sind all diese Ziele wirklich so böse? Was, wenn dir ein Fehler unterläuft? Oh, sehr gut. Du stellst die richtigen Fragen. Vertrau mir. Ich informiere mich. Ich kenne jeden Job in- und auswendig. Und sie sind alle Teil des Problems. London, der Welt, wird es mit unserer Hilfe besser gehen. Gut. Entschuldige mich. Ich muss diesen Deppen wegbringen, bevor er zu Kräften kommt. Bis dann.
Okay. Klingt, als hätten wir eine potenzielle Zusammenarbeit mit dieser gemeinen, aggressiven, geheimnisvollen Frau. Denk mal drüber nach und wir reden darüber, wenn du aus dem Somerset-Haus raus bist. Gut kombiniert. BrokerTech hat die weltweite KI-Innovation angeführt. Wir haben Londons Taxis automatisiert. Wir haben ihre Optics mit Bellbag ausgestattet. Ja. Vorschläge? Zero Day? Dieses Mittel? Glaube ich nicht. Die zieht ihr eigenes Ding durch. Es ist gutes Geld, aber trau ihr nicht. Wir sollten aufpassen, in welche Richtung es läuft. Wenn ihr beschließt, Minijob-Hacktivisten zu werden, unterstütze ich euch, weil ich buchstäblich keine andere Wahl habe. Geh zum Nexus Tower. Mauert als Nexus, ne, würde ich sagen. Haut rein, bis demnächst. Tschüss.